So, willkommen zurück zur Sega Mega Drive Classics Spielesammlung. Sega der Sammlung einen neuen Patch spendiert, die einfach mal VR-Unterstützung integriert hat. So, nun kann man sich fühlen wie damals als, ja, Teenie, so 12, 10 bis 12, in seinem Kinderzimmerchen. Alles da, Bett, Poster, ja. Ist jetzt nicht wirklich anders als die 2D-Variante, außer dass vielleicht mal Mutti anklopft hinten. Genau. Ja, leid. Ja, okay. Ich hau einfach mal ein Spiel rein. Genau. Was hat man denn nochmal Schönes? Mach mal Sonic rein. Klar. So, spielen. Genau, so, schön vor die Couch, schön vor dem Fernseher gedingst. So, jetzt kann man entweder halt auf einer Kinoleinwand spielen oder. Oder man spielt einfach. So, ja, genau. Leider hat man keinen Controller in der Hand. Ist etwas schade. Und der Fernseher ist echt klein, also ich glaube, ich hatte früher einen größeren. Muss ja so vor der Klotze sitzen. Na gut. Probieren wir es noch. Oh Gott, das ist ja wirklich CRT-tauglich. Genau. Legen wir mal los. Ah, das flimmert schon ganz schön hart. Also, ob das wird spielbar sein? Ich glaube eher weniger. Hätte man die Auflösung wirklich höher drehen sollen. Also ist schon wirklich hart an der Grenze hier. Die Scanlines zumindest mal ausschalten kann. Pause. Nach unten gehen. Nein, Steuerung auch nicht. Nein, will den Mega Drive haben? Genau. So, Emulator-Optionen. Dück. So, machen wir die Scanlines aus. Gucken, ob das besser wird. Und ich glaube, man kommt besser, wenn man einfach mal. Das. Genau. So, mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert. Habe ich euch das Spiel rausgehauen? Sonic. Klack. Naja. Flimmert eigentlich auch ganz schön. Ah, hier hätte man sich schon etwas mehr Mühe geben müssen. So, damit wir was sehen. Obwohl, na doch, funktioniert. Sieht ganz brauchbar aus. Ach, ist das immer wieder schön. Ja, kann man schon spielen. Ist ganz okay. Nicht so toll wie natürlich ohne VR. Aber naja, was soll das? Wer nochmal sein Kinderzimmer, seine Kindheit Revue passieren lassen will, netter Gag. Mehr aber auch nicht. Leider kann man immer noch keine Poster ändern an den Wänden. Das wäre mal eine coole. So. Probieren wir mal ein Spiel mit Schrift aus. Mal gucken, wie das aussieht. So, zurück. Spielchen. So, was hat Schrift? Bababam. Fender siehst du, Fender siehst du. Wo haben wir Fender siehst du? Ah, Fender siehst du. Ah, ne. Was ist das eigentlich? Space Harrier. Ah, okay. Was habe ich euch eigentlich letztens nicht gezeigt? Nochmal Shadow Dancer. Aber keine Schrift. Ach komm, Fender siehst du. Klick. Das. So.
Ah, natürlich, jetzt immer hier Vollbildschirm. Ja, geht doch schon ganz schön auf die Augen. Ah, nee, ich glaube, es ist nichts für längere Zeit. Da fühlt man sich ja schlimmer, als wenn man 5 Bier getrunken hat. Naja, bla 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 bla. Nee. Oh, komm schon, palaver nicht so viel. Ja, bevor ich jetzt Augenkrebs kriege von dem Geflimmer, hauen wir lieber mal ein kleines Actionspielchen rein auf die Schnelle. Und dann soll es auch schon wieder gewesen sein meiner Seite. Nur wie Deutschen. Nur wie schon im Fuß. Man kann's. Ach, Monster Boy. T-Cap. Oh, schön, Golden Axe. 1. Hat man noch gar nicht. Ich bleibe jetzt mal im Vollbildschirm. Mal schauen. Ja, sieht schon cool aus. Flimmert zwar auch wie die Pest, aber ist, glaube ich, erträglicher als auf diesen kleinen CRT-Verschnitt. So, ein hübscher. Hier ist natürlich, ja, na klar. Oh, die Trophäe. So, komm her, mein Großer. Oh, die sind wirklich ganz schön groß hier. Ja. Und Fatsch und weg und Wurf und. Oh, du kleiner Platzkopf. Mach dich vom Acker. Jetzt muss ich auch kleiner mal gucken, wie das mit Scale Lines aussieht. So, Pause. Das. Der Punkt erleuchtet. Emulation. Scanlines. Schön Pixel. Genau. Flup, flup. Und zurück. Vollbild. Ah, ja. Nein, du kleines Mistvieh. Naja, wenn das Frauchen wieder sein GZSZ gucken will, naja, kann man sich mit der VR-Brille noch ein bisschen verabschieden. Aber wirklich hübsch ist es nicht und ich glaube, mehr als eine Stunde, halbe Stunde geht doch schon arg auf die Augen. Na komm, na. Oh, hallo, komm, Arschtritt, noch einer. So nervig, das kleine Vieh. Also das ist, wie gesagt, oh Gott, toller die Waldfee. Aber echt früher so gibt's. Ah gut, okay, das ist echtes VR, die Auflösung. Von Weiden ist, kannst du mal echt vergessen. Von nahen, ja. Aber wir sitzen schon so vorm Fernseher. Meine Güte. Gut, damit werde ich mich jetzt verabschieden. Netter Gag, den man nicht wirklich braucht. Ja. Ihr seht es ja selber. Also dann, see you.